Bundesliga, 9. Spieltag, Prognose aus meiner Sicht mal wieder, ne? Bochum gegen Mainz, Not gegen Elend, beide haben keinen Sieg. Wird das diesmal kommen? Ich sage, Mainz schafft das mit einem 3-2-Sieg. Wird ein ekelhaftes Spiel, aber 3-2-Sieg, denke ich mal, wird es drin sein. Bayern unter der Woche von Galatasaray dominiert worden des Todes, trotzdem gewonnen, also das zählt auch am Ende. Bayern gewinnt hier das Spiel mit 4-1 gegen Darmstadt. Bremen gegen Union, oh mein Gott. Digga, du kannst aber auch echt kein beschisseneres Spiel nehmen, um hier gegeneinander zu spielen. Union könnte eventuell ihre Niederlagenserie von 9 Spielen in Folge mit Champions League einbegriffen beenden. Aber Werder Bremen ist halt eine Mannschaft, die auch manchmal überraschende Spiele spielt. Aber gegen Aufsteiger haben die große Probleme. Und Union Berlin ist kein Aufsteiger. Ich sag, hier wird ein Unentschieden kommen. So ein 2-2, weil ne, Union hat nicht immer Unentschieden. Also bevor ein Sieg kommt, denke ich erstmal, werden die Unentschieden spielen. Ja, I don't know, Digga. Union Berlin mit den besseren Spielern oder mit den Spielern, wo man eigentlich schon echt gut spielen könnte, mit, spielen die schlechter halt mit Spielern, wo sie aufgestiegen sind. Ne? Muss du auch nicht verstehen. So, Stuttgart gegen Hoffenheim. Guirassy fehlt ja noch. Mindestens 3 Spiele, als 2 Bundesligaspiele und ein DFB-Pokalspiel. Zumindest gegen Hoffenheim. Hoffenheim, letztes Spiel verloren. Gegen Frankfurt 3-1. Gut, die haben gute Alternativen. UNDAF kann auch Fußball spielen, so ist das nicht. Und die haben generell, es liegt ja nicht nur an Guirassy, die haben auch gute Spieler, die Guirassy bedienen. Die haben einfach, die wissen, yo, der ist anspielbereit, den kann man spielen, dann deswegen gehen die auch auf den. Aber so Führig, ein UNDAF und wer weiß ich, wer da noch alles ist, gut spielt, können auch was. Also ich sag mal, das wird trotzdem hier noch Stuttgart Zeit sein und es wird ein 2-1-Sieg, auch ohne Guirassy. Vielleicht wird es dann nicht hoch, sondern vielleicht ein 1-2-0 oder 2-1 wird aber auch reichen als Sieg. Vielleicht kommt auch ein Unentschieden, ne? Nicht, sogar kann nicht auf Dauer gut sein. Das ist auch klar. Ich hoffe nur natürlich, dass Guirassy schnell wiederkommt und schnell wieder ein paar Tore schießt, ne? Weil wäre schon wild, wenn einer hier überrascht, er überrascht, er überrascht er jetzt schon, aber ich meine ja auch den Torrekord holt. Was heißt Rekord? Ich meine den Torschützenkönig holt. Gladbach gegen Heidenheim. Itakura fehlt jetzt wegen, ich glaube, einer Operation, soweit ich weiß, mehrere Wochen. Also wird Gladbach noch mehr in den Arsch gefickt, sagen wir mal so in die Richtung. Und gegen Heidenheim, die eigentlich relativ gut spielen, wird das auch schwer. Also sage ich ein 1-1 bei den beiden. Augsburg gegen Wolfsburg. Ja, Wolfsburg eigentlich gut gewesen die ganze Zeit. Nur jetzt mittlerweile ein bisschen abgeflacht. Und Augsburg spielt auch recht okay. Also wird das ja auch nur entschieden. 2-2, sage ich an der Stelle. RB Leipzig gegen Köln, Leipzig unter der Woche in der Champions League gegen Roter Stern erfolgreich gewesen, Köln mit dem Derby erfolgreich gewesen, aber das wird Leipzig mit einem 3-0-Sieg machen. Borussia Dortmund gegen Frankfurt. Frankfurt hat gegen Helsinki gespielt, als ob Helsinki eine Amateurmannschaft wäre. 6-0 haben die gewonnen. Borussia Dortmund hat sich schwer getan gegen Newcastle, hat es aber hingekriegt zu gewinnen und wird deswegen hier das Spiel mit einem 2-2 beenden, weil das ein Augenhöhe-Spiel ist, weil Frankfurt sich gerade in einer guten Verfassung ist. Und Freiburg, die gegen TSC kurz zurückgelegen haben, dann das Spiel gedreht haben auf 3-1 in der Woche. Und Leverkusen, die gegen Karabach gespielt haben, als ob Karabach eine Amateurmannschaft wäre, so, ne? 5-1 gewonnen. Ich denke aber mal, Leverkusen wird weiterhin in ihrer Siegesserie treu bleiben und wird hier auch ebenfalls mit einem Sieg holen. Ich werde jetzt sagen, nicht so hoch. Spieler wie Hoffmann, Tah und so haben nicht gespielt. Also schon wichtige Spieler, Radetzky und so. Da, die guten Spieler wurden nicht richtig belastet. Na gut, so ein Wirtz und Grimaldo und so wurden belastet, aber so Spieler wie Frimpong, Hoffmann, Tah und Radetzky hatten keine Belastung. Also da ist genug Luft nach oben bei Leverkusen. Die werden das Spiel mit 3-1, 2-0 gewinnen und in die Richtung. Aber Freiburg darf dann natürlich auch nicht unterstützen. Vincenzo Grifo, wenn er mal gut drauf ist, macht er auch mal 3 Tore wie in der Europa League jetzt gegen TSC. Aber ja, das ist die Elf des letzten Spieltags. Mal sehen, was wird.